Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu meinem Opening hier auf Skybounds. Eine lange Weile haben sehr viele Leute gefarmt, so etwa 4 Tage lang ständig gefarmt, das ganze Wochenende gewastet und so weiter im Cobble Generator. Und jetzt kamen hier einige Sachen zusammen. 25 Runen, 14 Legendary Relics und 3 Immortal Stones. Die Immortal Stones sind eigentlich das Krasse daran. Aus den Relics habe ich eigentlich noch nie was Gutes bekommen, aber es sind halt trotzdem 14 Stück. Das ist richtig, richtig krass viel. Und ich freue mich jetzt so, die aufzumachen. Mir kribbelt es schon, seit ich die in der Kiste habe, die zu öffnen. Wir haben jetzt insgesamt 25 plus 14, also 39 plus 3, also 42 verschiedene, beziehungsweise 42 Sachen zum Öffnen. Leider, beziehungsweise noch eine mehr, denn ich habe hier in meiner Kiste noch eine Enchantment Crate. Die habe ich irgendwann mal von irgendjemandem bekommen, keine Ahnung von wem. Auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt auch mit öffnen, ganz am Anfang sozusagen als Start. Und ich bin jetzt gerade mit Python LP auf dem TS, der mir dann beim Opening helfen wird, denn der hat ja mitgefarmt, beziehungsweise andere haben mitgefarmt, die kriegen dann natürlich auch was ab. Ich bläse hier schnell die Spawner und dann kommst du mal hier hoch. Du bist hier, glaube ich, hier unten, ja, genau. So, ich gebe dir 7 Legendary Relics und 13 Runen, die liegen hier vor mir. Und so, genau. Die liegen hier vor mir und wir machen das jetzt so, pass auf, wir gehen hier irgendwo hin. Ja, komm, wir gehen hier hin, unten oder hier, genau, wir gehen hier in unseren schönen neuen Park hin. So, und dann machen wir es so, dass wir es immer abwechselnd platzieren, okay? Also ich würde sagen, ich beginne jetzt erstmal mit der Enchantment Crate. Ich hoffe natürlich, dass ein Legendary Relict, ein Legendary Enchantment, natürlich kommt das nicht. Totaler Schrotten, prima, okay, nein. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit einem Immortal Stone. Achtung, ja genau, nach oben boosten lassen. Ich bin höher geflogen. Ey, droppen, sofort. Achso, okay. 6 Diamond Ore Spawner auf Level 3, okay. Das ist eins der schlechtigen Sachen, die man rausbekommen kann. Man kann da OP-Zeug rausbekommen. Aber, ja, also 120 Dia-Erze mit Glück 3 abbauen, also ich nicht, aber hab nur Skill hat die, ist schon nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir mit den Runen und den Relikten erstmal weiter. Playst du? Hochboosten lassen. Oho. Ich bin auf dem Baum gelandet. Was ist das für ein Economy-Ticket? Okay, wir lösen noch nichts ein. Wir lösen noch nichts ein. Wir tun alles in die Kiste rein. Ich mach hier mal eine Extra-Chest. Ja, ich wollte ja gerade eine Kiste holen. Okay, dann platziere ich schon mal eine Rune, während du hier eine Kiste aufstellst. Bring die bitte mit hier hoch. Noch eine Rune mehr. Ah, er hat mich ins Void geschubst. Okay, ein Prismarinspawner. Ist zwar ganz nice, aber bis jetzt war noch nichts dabei, was mich wirklich umgehauen hat. Ich hätte gern irgendwie Emerald Block Spawner oder Dia Block Spawner oder sowas. Irgendeinen krassen Spawner oder irgendwas anderes. Ich meine, momentan, ja, das Enchantment, totaler Blödsinn, brauchen wir gar nicht. Die Diamond Spawner sind schon nicht schlecht. Das Economy Ticket 5000 Stars, totaler Schrott. Hätte ich die Rune für 100.000 ins AH gestellt, wäre die für 150.000 gekauft worden, mindestens. Also, naja. Und ja, der Rest kommt jetzt noch. Hast du Kisten? Ja. Gut. Ja, okay. Dann kommt jetzt alles hier rein. So viel brauchen wir nicht, gell? Einfach erstmal alles hier reintun und jetzt bist du wieder dran mit Placen. Ich hab dir noch eine andere Karte. Okay. Warte mal kurz. Na, okay. Dann machen wir jetzt schnell den. Und ah, verdammt, ich wurde da dran geboostet. Bad Bombs. Okay. Okay, dann bin ich jetzt wieder dran. Die nächste Rune. Hochboosten lassen. Und wow, bin ich hochgeflogen.
Krass. Sind das Emeralds? Ja, das ist nice. 100 Emerald Erze. So, das ist richtig krass. Genau sowas wünsche ich mir. Ich werde mir dann von ihm gleich mal die Glücksspitzhacke ausleihen. Das melde ich mal kurz. Okay, warte. So, der hat nur Skill. Place jetzt auch mal ein paar Runen. Ah, verdammt. Bei mir ist gerade eine Legendary-Rune weggebracht. Ich meine zwei. Okay. Tja, das ist schlecht. Probier mal mit Slash Spawn und dann wieder zurück zur Insel zu kommen. Wow, ich bin genauso hoch geflogen wie er. Zombie Spawn X? Naja. Also. Nein. Oh, sind da. 10 Diablöcke. So. Dann beginne ich jetzt schon mal mit dem ersten Legendary Relikt. Mal sehen, was da rauskommt. What the fuck, bin ich hochgeboostet worden? Einen Kohle-Spawner? Nee, wie viele Kohle-Spawner? 500 Kohle-Erze? Alles klar, ist auch nicht schlecht. Aber ich warte jetzt auf irgendwas richtig krasses. Ja gut. Das war jetzt nicht so krass. Playst du mal wieder was? Ich hab ihm jetzt mal ein bisschen was abgeben. Ah, das ist nice. Ah, ich bin wieder rausgeboostet worden. Oh nein, Deck of Cards, das ist so Schrott. Da bekommt man einfach nur irgendwelche Karten und ich habe das nicht gecheckt. Dann komm, jetzt geht das Opening weiter. Das ist total Schrott. Also, verkauf's für 10k mehr ist das Teil nicht wert, denn es ist komplett useless. Du bekommst einfach nur benannte Papers mit irgendwelchen Karten und kannst dann mit anderen Leuten Karten spielen, aber es gibt kein Plugin dazu, dass du Leute herausfordern kannst. Du hast halt einfach nur Kisten voller Karten. Ich habe dort oben schon anderthalb Kisten voll mit diesen schrottigen Karten stehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, warum es sowas gibt. Naja. Okay, nächstes Legendary Relikt. Oh, ein Super Cookie. 25 Uses. Das ist schon besser. Also sowas meine ich mit was Episches rauskommen. Und hochboosten lasse ich Flieg höher als Peikeln. Verdammt, tue ich nicht. Aber ich habe das Zeug eingesammelt. Ha, noch mehr Bedbomb. Wir haben jetzt schon 20 Bedbombs. Hey, das Opening dauert halt schon ziemlich lange. Ist ja witzig. 32 Goldäpfel. Das ist auch was sehr nice ist. Das ist nice. Ich habe die Spawn-Eggs eingesammelt. Spinnen-Spawn-Eggs, das ist schon besser. Ich würde sagen, ihr macht jetzt erstmal eure Sachen fertig, danach mache ich nochmal meine. Ach verdammt, ich mache immer wieder den Fehler, dass ich mich runterboosten lasse. Was kam raus? Ah, er liegt hier. Also ein Orsi-Spawner, der wird reich. Ja. Das stimmt. 20.000 Stars. Noch mehr Emeralds. What the fuck? Das mit den Emeralds ist richtig OP, gell? Mhm. Wollen wir so eine Glücks-3-Spitzhacke? Nice. Emerald-Blöcke? Playst du weiter? Hui! Fünf Emerald Blocks? Lol, das ist so viel Money, gell? So, Blaze weiter. Was sparst du eigentlich als nächstes? Als nächstes? Auf... Ach Mann, ich habe mich auch rausboosten lassen. Als nächstes spare ich jetzt auf die Zuckerrohrfarm. Ah, nice, nochmal Ticket. Auf die Zuckerrohrfarm erstmal, das wird ein Projekt, was einfach nur Zeit in Anspruch nimmt. Und dann auf ein bisschen OP-Rüstung, dass ich auch wirklich mal in die Warzone gehen kann. Ohne instant zu sterben. Nicht an den Rand stellen, gell? 10 Goldblöcke? Naja.
Ach, egal. Ich wollte mal, wollte ihn gerade fragen, ob er. Ah, Bad Bombs. Ob hier Hapnoskill schnell die Spitzhacke holen kann, aber. Lol, als ob er 100k dafür bekommen hat. Ja, ich hab meins. Ich hab meins für 10k rausgekriegt. Ich hab meins halt für 10k rausgekriegt. Hast du noch was oder war es das? Ich hab noch was. Okay. Alter, das sind so viele. Wir nehmen jetzt bestimmt schon 5 Minuten mindestens auf. Ein Emerald Spawner Level 3. Wir haben davon jetzt schon 7. GG. Das Legendary Relikt. Da wird jetzt was Episches rauskommen. Ich weiß es genau. Schon allein deswegen, weil ich höher geflogen bin. Nice. Was kam raus? Economy-Ticket. Wie viele? 75.000 Stars. Okay. Das ist nice. So. Es ist Zombie Spawn X. Yippie, wir haben schon ein Stack Zombie Spawn X. Die sind schon unnötig. Ich glaube, die werde ich verkaufen. Denn wir haben da unten einen Zombie Spawner. Da, ja, da. Das hat man jetzt halt nicht gesehen. Da. Was kam raus? Was ist das? Eine Name Fragment Crate. Okay, hast du noch welche? Ja. Dankeschön. Ich wollte schon immer Truhen haben. Ich habe noch viel mehr. Lol, ein Stack Spin Spawn X. Hast du noch was? Wie viele hast du noch? Das ist meine vorletzte. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man es jetzt abbauen will? Kannst du nicht. Ein Orb of Fly, wie lange? Eine Stunde? Das ist GG. Das ist GG. Super Cookie mit 50 Uses. Das ist auch krass. Ey, die Super Cookies, gell? Die kann man einerseits richtig gut verwenden und dann auch richtig krass verkaufen. So, das war dann die letzten, gell? Ja. Dann place ich jetzt hier mal meine Relikte hin. Und die können wir dann benutzen, wenn wir dann in Skyblock einlegen. Ja. 25 Eisenblöcke. Ja. Genau so muss das. Wir jetzt nicht unbedingt. Aber zum Verkaufen ist es immer gut. Ich will mal gucken, ob die Teile eigentlich deleted werden. Nee. 32 Skelett Spawn X. Warum habe ich so viel Schrott? Warum habe ich so viel Pech? Ich bekomme da nur Schrott raus. Warum droppst du ganz viele Chests? Komm schon, da muss was Gutes rauskommen. Irgendwelche krassen Spawner. Ein Economy-Ticket mit 5000 Stars. Juhu, ich habe Glück. Nicht. Da freut sich aber ja. Oh, Diamond Ore Spawner Level 3, das ist dann schon um einiges besser. Vor allem, weil wir 8 davon haben, damit 160 Diamond Ores haben. What the fuck ist das OP? Noch mehr Monster Eggs, ich glaube, die Monster Eggs verkaufe ich wirklich. Okay, jetzt kommen wir zu den Legendary Relicts, von denen erhoffe ich mir jetzt ein bisschen mehr. Kommt, ihr enttäuscht mich nicht. Ein Emerald Spawner Level 4. 40 Emerald Ores. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr GG. Komm, was kommt Gutes raus? Ein Diamond Block Ore Seed. Nee, ein Diamond Block Seed. Mit 40 Dia-Blöcken. Das ist auch krass. Okay, jetzt wird es gut. Jetzt wird es nice. Und ein Economy-Ticket mit 75.000 Stars. Nice, damit haben wir schon 175.000 Stars alleine in den Economy-Tickets. Bad Bombs, yay. Wir haben ja noch nicht genug von denen. Wir haben in der anderen Kiste schon anderthalb Stacks haben. Ja, kann ich dann machen. Was? 5 Quarz-Ohrs Spawner auf Level 5. 500 Quarz. Dazu muss ich mal schnell was zeigen. Wir haben nämlich da drüben bereits Quarz-Spawner platziert. Und die Fläche ist bereits voll mit Quarz.
Ich glaube, ich werde das mal ganz fix hier abbauen, denn wäre ein bisschen Verschwendung. Nein, wäre nicht Verschwendung, wäre halt ein bisschen Zeit, ja, Zeitverschwendung halt. Nein, nein, bitte, bitte lass mich mit der Glücksspitzhacke abbauen, gell? Ich habe nur den normalen Stein abgebaut. Ach so, okay. Kannst du auch den Prismarin schon mal abbauen? So, wir haben hier bereits super, super krass viel Quarz, also. Es ist so. Ey, dieses Opening, es macht so Bock, wenn du die ganzen Sachen öffnest und. Ich weiß nicht, das wären jetzt bestimmt 2 Millionen mindestens, die wir durch das Verkaufen von dem Stuff vom Opening bekommen. Aber mindestens. Ja. So. Ich hole noch ein paar Netherwarzen. Ja. Lol, achso, das stimmt, Gold gab's auch. Hast du noch deine, deine Immortal Stones? Meine Immortals, ja, die öffne ich noch. Ich baue hier nur ein bisschen ab, dass ein bisschen Platz ist. Danach machen wir auch gleich weiter mit dem Opening, so eine kleine Pause zum Erholen. Obwohl, ich mache jetzt erstmal das Name Fragment Create. Ich meine, naja, ich finde es generell eher weniger cool. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas machen? Oder wird es random ausgewählt? Lol. Lol. Hä? Ich habe super vieles Zeug bekommen. Was kann ich damit machen? Hilfe! Ich tue das jetzt einfach mal in irgendeine Kiste rein. So. Ganz viele Name Fragments. Ich habe keinen Plan, was ich damit machen kann. Dann place ich mal den nächsten von den Legendary Relicts. Und es sind nochmal 5 Quarz Ohrspurner. What the fuck? Nice. Wir haben 1000 Quarz, verdammt nochmal. Okay. Jetzt die Immortal Stones. Noch die zwei heftigen Sachen. Die zwei richtig heftigen Sachen. Oh. Warum stellen wir? Wir müssen alle pusten. Es sind. Oh mein Gott, 100 Emerald Ores. Das ist OP. So OP. Und 8 Kohlespawner. Ah, na gut. Level 5. Ja, es sind 800 Kohle, aber das hätte man sich sparen können. Schade. Man kann da solche Shards rausbekommen und da kann man teilweise auch, man kann da Kits rausbekommen, die man dann alle 3 Tage, glaube ich, einlösen kann und jede Menge OP-Zeug halt einfach so bekommen. Also man kann da sehr krassen Stuff rausbekommen. Haben wir jetzt leider nicht bekommen. Egal, ich nehme mir das ganze Zeug hier mal raus, pack das hier, platziere hier drüben die Spawner hin, werde das mit der Glücksspitzhacke abbauen, ein bisschen schreiben und so weiter und dann mache ich mal einen Cut. Wir machen noch ein paar Kisten, wo wir das Looting, das Zeug vor dem Verkaufen alles hintun und wir sehen uns dann gleich. Nun ja, gut, also das erstreckt sich jetzt über einen längeren Zeitraum, als ich dachte. Also wir haben immer noch so viel bekommen, beziehungsweise so viel haben wir schon bekommen. So viel ist immer noch da. Es sind immer noch Spawner da. Und ich habe, by the way, noch ein Legendary Relic bekommen, das werde ich immer noch schnell öffnen. Go, 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 Boost. Ach, schade. Und es kam raus. Das ist geil. Das ist extrem geil. Wisst ihr was? Das gönne ich mir jetzt erstmal. Wo ist der Enderman hin? Der müsste doch sauer auf mich sein. Das heißt, der müsste ja gleich wiederkommen. Ja gut, falls ich irgendwann plötzlich sterbe, ah, da ist er. Da war er. Naja, daraus kann man ein paar Enderperlen rausbekommen und mit Looting 5, glaube ich, kommt da auch einiges raus. Der Enderman hat Bleeding gekriegt, okay. Irgendwann muss er doch mal hier auftauchen. Der Enderman töte ich jetzt noch und danach mache ich die Folge beenden. Danach mache ich die Folge beenden, alles klar, Deutsch, perfekt. Hä, aber wo ist der? Kann sich doch nicht immer wegporten. Okay, ich glaube, das wird nichts, den jetzt noch zu töten. Ich finde ihn nämlich nicht. Also der kommt irgendwie nicht von alleine zurück. Naja, ich hoffe, euch hat dieses Opening gefallen. Es kam krasses Stuff raus. Wir haben ja immer noch die Emerald Spawner, ja. Die sind OP. Und zwar richtig.
Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann zeige ich, was da alles rauskam und wir verkaufen das Ganze und hoffen, dass wir da genug rausbekommen, um uns Playspawner zu kaufen. Also wir sehen uns. Bis denne. Ciao, ciao.